Hallo und herzlich willkommen zu Part 3 von Die Sims 4 mit unserer Hersteller-Challenge. Das letzte Mal waren wir ja dabei stehen geblieben, dass wir Caleb kennengelernt haben und dass wir so ein bisschen was zu essen und so gefarmt haben. Und naja, uns geht's halt nicht so gut. Wir bräuchten dringend mal eine Dusche und wir haben aber noch nichts Passendes. Wir haben jetzt einen Fernseher bekommen, was uns nichts bringt, das letzte Mal. Also wir haben hier Müll gewühlt. Einen Fernseher bekommen, der uns nichts gebracht hat, weil wir, wie soll ich sagen, weil wir keinen Strom haben. Nun ja, ich würde sagen, wir schicken sie jetzt erstmal aufs Klo, weil sie aufs Klo muss. Wo ist der Toilet? The Toilet was hier. Wir schicken sie jetzt erstmal kurz aufs Klo. Wir warten ja immer noch darauf. Jetzt Bienenwachs sammeln! Wenn sie vom Klo zurückkommt, soll sie... Oh. ...gestochen. Dann soll sie also erst den Bienenwachs sammeln und dann aufs Klo gehen. Sammelt den Wachs. Jetzt geht sie halt wahrscheinlich so zu schlecht, um irgendwas herzustellen. Aber sie hat jetzt immerhin Bienenwachs. Sehr gut. Wir können sie halt leider nicht behandeln, weil wir einfach nicht genug Geld haben. Aber jetzt soll sie mal kurz aufs Klo gehen, dann muss sie wenigstens nicht mehr aufs Klo. Dann kann sie hier vielleicht noch den Honig essen. Vielleicht geht es ihr dann ein bisschen besser. Wir gucken mal, würde sie Kerzen herstellen? Ja. Dann soll sie jetzt mal eine Kerze herstellen. Und dann gucken wir mal, ob das uns genug Geld bringt, als dass wir dann... entweder stricken können oder etwas an der Werkbank herstellen können. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie viel Geld das bringt. So, sie hat jetzt die Herstellerfähigkeit erworben und die brauchen wir auf Level 10, damit sie die Challenge besteht. Marie van der Maus startet in das Abenteuer der Herstellung. Wenn sie Objekte nur an dem Fabrikator oder mit dem Kerzenherstellung anfertigt, erhöht sich ihre Herstellerfähigkeit. Verbessere ihre Herstellerfähigkeit, um weitere Objekte und Kerzenarten freizuschalten. Schauen wir mal, wie viel Geld wir für die erste Kerze kriegen. Also 5 Simoleon oder so. Dann können wir erst nichts herstellen. Hier habe ich gewartet auf unseren ersten Wachs. Und er bringt uns nichts. Ja. Wir können halt momentan echt noch nicht viel. Marie ist eine Herstellerin. So. Sie stellt gerne Dinge mit dem Fabrikator her. Marie, eine ersten Kerze, die bringt... Oh, 25! Leute! Wir haben unser erstes Geld verdient! Und damit... Was macht sie jetzt? Bereiter testen. Aha. Damit, fühlt sich so unwohl, können wir, dann stricken wir halt. Fühlt sich immer noch zu unwohl. Dann gehen wir halt jetzt schlafen. Gute Nacht. Was soll man machen? Wir können ja nicht, solange wir uns zu unwohl fühlen. Dann warte mal. Warte mal, geh mal nicht in der Mülltonne schlafen, sondern in einem Busch. Vielleicht fühlst du dich da nicht mehr ganz so unwohl. Weil das eine ist ja, weil sie Müll gespielt hat. Warte, wo ist denn hier ein... Hey, wo ist der andere Busch? Weil ich will sie jetzt nicht in den Busch schicken, wo sie vorher reingepinkelt hat. Weil den findet sie, glaube ich, jetzt... Den fände sie jetzt, glaube ich, nicht so appetitlich. Hey, da war doch noch irgendwo einer. Da waren doch noch mehrere Büsche. Dann tue ich hier mal nochmal nach Material wühlen und nach Zutaten wühlen. Ich finde nämlich gerade den Mülleimer. Ah, hier ist doch der Busch. Dann gehst du den Busch ein Nickerchen machen. Nein, die Bienen stechen dich jetzt nicht. Finden wir ja irgendwann irgendwo so eine Sojapflanze und können dadurch Wachs herstellen. Dann tun wir die Bienen wieder loswerden. Ja, aber andererseits, durch die Bienen kriegen wir Honig und dadurch werden wir immer satt. Wobei ich glaube, wenn wir viel Honig essen,
glaube, das schlägt auch ein wenig auf die Hüfte da mit der Zeit. So, was hast du gefunden? Ein bisschen Material zum Herstellen. Ihr geht's halt echt nicht gut, weil sie halt schmutzig ist. Und weil sie im Müllcontainer ein Nickerchen gemacht hat. Wie lange noch? 2 Stunden. Mal gucken, ob sie was zu essen findet oder so. Stimmt, das letzte Mal. Ein Leckerbissen. Eine Liebesbeere. Interessant. Die könnte man auch einpflanzen. Weil da wachsen ja dann immer so emotionale Beeren. Wenn du ausgeschlafen hast, pflanzt du die mal, weil da wachsen dann so verschiedene Emotionsbären. Das ist ja aus Dschungelabenteuer. Und dann kriegt man da, kann man die halt essen, um eine bestimmte Emotion zu kriegen. Kann vielleicht ganz nützlich sein, je nachdem, welche Bären sie kriegt. Wir könnten jetzt theoretisch die Bienen dieses Milbenmittel geben. Aber das möchte ich eigentlich erstmal noch nicht machen, weil das ist halt Geld, das wir eigentlich anderweitig brauchen. Wo war jetzt der Busch? Ich finde ihn schon wieder nicht mehr. Geh nochmal ein Nickerchen machen. Geh bitte nochmal ein Nickerchen machen. Unsere Erdbeeren sind gewachsen. Andererseits ist halt doof, dass wir eben sowas bekommen haben. Manchmal kriegt man da auch Essen. Das könnten wir dann in Müllcontainer machen. Okay, nochmal ein Nickerchen machen. Ist jetzt immer noch im Delirium. Nee, ist das? Notnickerchen im Busch. Na toll. Wie lange ist das Notnickerchen im Busch? 4 Stunden. Und das hier? Mutzig. Was? Wieso haben wir... Was hat sie jetzt gemacht? Oh. Naja, wenigstens kriegen wir für das Gestrickte nachher, glaube ich, auch ein bisschen Geld. Wo ist sie denn? Wenn ich ihr jetzt das Stricken abbrich, kriege ich das Geld wieder zurück? Nein. Du dumme Nuss! Entschuldigung. Das hat die unser kostbares Geld einfach weggekickt. Ich glaub's ja wohl nicht. Geh schon mal noch aufs Klo. Wir haben das Geld doch gebraucht. Ist doch echt eine hohle Nuss. Entschuldigung, Leute. Das gibt's doch nicht. Wie kann man denn so hohl sein? Wo bist du denn? Unser kostbares Geld. Unser erstes Geld. Und was macht sie? Sie vergisst. Ich glaub's ja wohl nicht. Sie verschwendet es. Dumm, dass man da nur Essensreste und so reinmachen kann und nicht alles Mögliche. Ich gehe nochmal Honig sammeln. Können wir noch was im Müllcontainer sammeln? Nach Zutaten wählen. Hier geht so richtig blendend. Sehr unwohl. Ja, hat die gute Frau auch. Dann soll sie bitte noch mal einen Honig essen und eine Erdbeere essen. Bitte finde den Teller. Bitte lass mich den Teller endlich wegschmeißen. Was hat sie jetzt gefunden? Nix. Wie mir scheint. Dann isst wenigstens noch einen Pilz. Und dann... Gehst du mal
Hier, denen. Sit-ups machen. Wieso bist du jetzt energiegeladen? Oder aber? Du suchst dir mal nochmal einen Freund. Wir sind der Freund der Vampire. Hallo, wir stellen uns jetzt noch dem Fladius. Fladilaus Straude. Wie heißt der? Fladilaus Straude vor. Den habe ich mal in einem Let's Play gekillt. In, auf meinem Hauptkanal ist ein Gaming Place. Na, der scheint uns ja schon sehr zu mögen. Wir beschweren uns mal über den Regen. Wir lernen ihn kennen. Wir fragen ihn nach seinem Tag. Und reden über das kalte Wetter. Okay, er scheint uns nicht zu mögen. Plogan! In dem Fall sagen wir auf Wiedersehen. Der scheint uns irgendwie nicht so besonders zu mögen. Ich glaube auch, der ist der nicht böse oder so als Merkmal. Ich weiß, ich habe den mal in einem Let's Play gekillt. Hallo? Schick ihn nach Hause. Bitte, du Idiot. Entschuldigung. Ich weiß, ich habe den mal echt gekillt. Damals auf der Insel, der ist er verbrannt. Ja, dann gehen wir nochmal schlafen. Jetzt gerade können wir eh nichts machen. Nickerchen machen. Wie soll sie denn immer diesen Hersteller überprüfen? Oder testen? Was bringt das? Vor allem so kann ich das gar nicht anklicken. Hier schon mal nochmal ein Nickerchen machen. Vergeht noch ein bisschen Zeit. Geh noch mal schlafen. Nach Montagematerial wühlen, nach Zutaten wühlen. Halt am Anfang ist es richtig schwierig, bis wir halt so mal das erste Geld haben, dass sie vielleicht nicht unbedingt gleich wegschmeißt. Es ist halt echt schwierig. Ich finde es auch doof, dass man Geld braucht, um Dinge herzustellen. Ich meine, gerade bei diesem Fabrikator und so sollte man eigentlich kein Geld brauchen. Dann wäre es ein bisschen einfacher. Nein, in dem Fall Strom. Das ist ja beim Fabrikator das Problem, dass wir keinen Strom haben. Eine schmutzige Mahlzeit ausgegraben. So, stopp. Die schmutzige Mahlzeit, die du ausgegraben hast, kommt hier rein. Und ja, nach Einrichtungen wühlen. Please, eine Dusche. Weil wir haben ein bisschen Wasser mal gesammelt. Das kann man nämlich interessanterweise. Man kann hier am Ding, hier an diesen Teilen hier, kann man Wasser sammeln. Und dann kann man auch außerhalb des Netzes Wasser nutzen. Sind wohl wieder gestochen, diese schokoladigen Bienen. Und unsere Erdbeeren sind auch fertig. Allerdings geht es jetzt so schlecht, um Erdbeeren zu pflücken. Achso, nach Zutaten wühlen willst du. Wir haben in der Mülltonne den goldenen Sensenmann gefunden. Das Mittelalter-Sim. Gesehen, wie viel Geld dieses Ding bringen würde. Aha. Who has been now? Oh,
Genau das, was wir brauchen. Ohrhörer. Ein Fahrrad. Wir haben ein Fahrrad gefunden. Wir haben nichts, aber ein Fahrrad. Lebensnotwendig. Ein Herd. Genau das haben wir gebraucht. Ein Herd. Wenn wir die Sachen verkaufen könnten, wären wir nur reich. Oh, wir haben ein Bett gefunden. Okay, jetzt können wir nichts mehr machen. Aber wir haben ein Bett gefunden, Leute. Oh nee, das ist kein Kinderbett. Einzelsystem diskretet. Der Herd, der bringt uns halt momentan noch nicht, weil wir außerhalb des Netzes sind. Kratzer reparieren, ja, das ist ja nicht schlimm. Wir haben unseren ersten Herd! Unser erstes Bett! Und wir haben einfach mal einen Semi von 1000 Simoleon gefunden. Und ein Fahrrad haben wir auch noch bekommen. Können wir das hier hinstellen? Oh, sogar ein richtig hübsches. Schaut mal. Und ich würde sagen, damit beenden wir den Part. Ich hoffe, euch hat Part 3 gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao, ciao, eure LA.